Ich möchte dich meinerseits auch begrüßen und auch danken für die Einladung vor allem, weil ich komme gerne auf Source. Ich habe nicht nur einige Jahre hier gelebt, sondern 22 Jahre. Und so lange bin ich sonst gar nicht an einem Ohr gewesen. Also Source hat uns eigentlich sehr gut gefallen. Und da kommt noch dazu, dass wir vorher, die Frau und ich, 7 Jahre in Rausmu gewohnt haben. Also ich kenne die Region nicht nur, sie ist mir auch vertraut und ist mir auch nahe immer. Und von dort bin ich sehr gerne jetzt hier zu Ihnen auf Schenken gekommen. Allerdings bin ich jetzt seit 13 Jahren fast in Luzern und darum werde ich heute in meinen Ausführungen immer wieder ein bisschen Bezug machen auf Luzern. Nicht, weil Luzern super gut ist, sondern weil ich einfach die Projekte kenne und weil ich die auch zum Teil mitinitiiert habe. Und da kann man aus den Erfahrungen konkret reden und ich tue lieber so Sachen erzählen, als aus den Büchern herauslesen. Und ich habe mir gedacht, das Thema haben Sie gesehen, ich möchte gerne, das ist ja ein Wahnsinnsthema, aber in den nächsten 25 Minuten versuche ich anhand von diesen 5 Schritten oder Themen in das, die sorgende Gemeinschaft, ein bisschen auch die Caring Community, ein bisschen näher zu bringen. Da könnte man natürlich abendfüllend machen, aber ich versuche aus persönlicher Sicht da ein bisschen näher zu kommen. Erstens, was macht Corona mit uns oder was machen wir mit Corona? Ich habe immer gemeint, dass wir den Jungen egal sind und jetzt kommen die und helfen uns. So wunderte sich eine ältere Frau in der Stadt Luzern und dankte für den Sondereinsatz im Lockdown vom letzten Frühling. Paddy, Blauring und Jungwacht hatten unkompliziert und schnell in den Stadtquartieren einen Einkaufsdienst für ältere Menschen organisiert und mehr als 600 Einsätze niederschwellig organisiert und mehr als 600 Einsätze geleistet. Das waren bis zu 40 Einkäufe täglich. Diese Quartierhilfe war niederschwellig organisiert, wie auch anderswo. Wer Hilfe benötigte, konnte sie über eine gemeinsame Telefonnummer erreichen. Die Jungen selber organisierten sich quartierbezogen über WhatsApp. Der Luzerner Stadtrat hat deshalb den Jugendorganisationen kürzlich den Anerkennungspreis Quartierleben, dotiert mit 5.000 Franken, verliehen. Der Einsatz der Jugendorganisationen hat gezeigt, so lobte Sozialdirektor Martin Merki diesen Effort, dass Solidarität in einer Pandemie auch mit Distanz möglich ist. Diese Solidarität war auch in meinem Quartier zu spüren. Kaum hatte der Bundesrat uns alle, die wir als Risikogruppe apostrophiert wurden, dazu aufgefordert, daheim zu bleiben und ja, das Einkaufen zu unterlassen, war draußen bei der Bushaltestelle der Informationszettel Quartierhilfe angeschlagen. Gehören Sie zur Corona-Risikogruppe? Fragezeichen. Können oder wollen Sie Ihre Wohnung nicht mehr verlassen? Fragezeichen. Dann solle man sich doch bitte melden. Die Mitarbeitenden von Vicino Luzern und der Genossenschaft Zeitgut stünden für Telefongespräche, Lebensmitteleinkäufe und andere Besorgungen zur Verfügung. Ich muss sagen, ich war beeindruckt und auch berührt. Die Caring Community, die sorgende Gemeinschaft, war unversehens nicht nur ein modisches Schlagwort, sondern ein Versprechen für eine solidarischere Gesellschaft. Gerade in Zeiten von Umbruch, Unsicherheit und neuer gesundheitlicher Bedrohung wie das Coronavirus sei die Caring Community widerstandsfähiger als atomisierte Gesellschaften, sagte der Altersforscher François Höpflinger. Zitat: So wie eine gute Wasser- und Energieversorgung Grundaufgabe einer Gemeinde sind, wird deshalb auch in Zukunft auch die Förderung und Stärkung gemeinschaftliche sozialen Beziehungen zu den steuerlich finanzierten Gemeindeaufgaben gehören müssen. Und damit wären wir natürlich genau am Thema vom heutigen Nachmittag. Also zweitens, Caring Community, was ist das überhaupt? Ich werde mich heute Ihnen jetzt eine akademische Vorlesung zum Begriff zu halten. Lieber möchte ich die sorgende Gemeinschaft an konkreten Beispielen veranschaulichen. Aber vielleicht zum Anfang doch ein wenig Theorie. Der Begriff der Caring Community, so versucht es der deutsche Sozialexperte Thomas Klee auf den Punkt zu bringen, etabliere sich langsam als politisch aufgegriffener Leitbegriff für eine neue Weise, sozialstaatliche Verantwortung und lokales Engagement miteinander zu verbinden. Zitat Schluss. Wir könnten auch sagen, die sorgende Gemeinschaft bedeutet,
ein Zusammenwirken von Familie, Stichwort Angehörigenpflege, Zivilgesellschaft, zum Beispiel Nachbarschaftshilfe oder Sterbebegleitung, mit dem Wohlfahrtsstaat, der etwa die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie mit Kitas fördert oder die Angehörigen bei der Pflege unterstützt. Diese Subsidiarität ist, finde ich, ein zentrales Element oder Prinzip dieser sorgenden Gemeinschaft. Dabei steht die Sorge vor Ort, also im vertrauten Quartier, wo die eigenen Leute kennen, im eigenen Dorf im Vordergrund. Die sorgende Gemeinschaft ist eine Aufwertung des Lokalen, ein Lernfeld im Sozialraum vor der eigenen Haustüre. Zitat: Wenn eine Nachbarschaft nicht mehr mitbekommt, ob eine alte Frau noch lebt oder nicht, ob sie die alltäglichen Dinge ihres Lebens besorgen kann, dann fehlt es an der sozialen Aufmerksamkeit. Das sagt Thomas Klee. Die sorgende Gemeinschaft, das muss ich hier kurz einfügen, kümmert sich selbstverständlich nicht nur um die Alten. Sie ist eigentlich ein generationenübergreifendes Projekt. Sorge tragen müssen wir zum Beispiel auch für die Jungen, gerade auch in Corona-Zeiten, die sich um ihre Zukunft sorgen. AHV, Klimawandel, Arbeitslosigkeit sind nur drei Stichworte dazu. Sorge tragen müssen wir auch für die sozial Schwachen und gesellschaftlich Randständigen oder für die Flüchtlinge, die sich nicht zu Hause fühlen. Die Corona-Pandemie, so finde ich, hat die gesellschaftlichen Brennpunkte ins grelle Licht gerückt. Covid-19 hat zum Beispiel die soziale Isolation vieler betagter Menschen noch weiter verstärkt, wie der Zürcher Psychiater Michael Sacchetto-Mussetti sagt. Einsamkeit und soziale Isolation, das ist für uns alle, glaube ich, nachvollziehbar, schaden der psychischen wie der körperlichen Gesundheit. So verzeichnete die dargebotene Hand in diesem Jahr einen, Zitat, dramatischen Anstieg der Suizidalität, vor allem bei den über 65-Jährigen. Die sorgende Gemeinschaft ist aber kein Notfallszenario nur für Krisenzeiten. Wir brauchen sie über Corona hinaus, denn Individualisierung, Einsamkeit, Bedürftigkeit und Armut können wir nicht mit einem neuen Impfstoff einfach aus der Welt schaffen. Was ist also zu tun, um die Netzwerke in der Gemeinde zu stärken? Wie können auch betagte Menschen im Alter leben, und zwar so leben, dass sie auch dazugehören? Wie kann die Nachbarschaft reaktiviert werden in ihrer sozialen Aufmerksamkeit und diskreten alltäglichen Solidarität? Drittens, Sorgekultur nach Betty Bossi. Es gibt leider kein fixfertiges Rezept, das wie bei Betty Bossi immer funktioniert. Und vielleicht auch persönliche Bemerkung, ich bin stehe sehr auf Betty Bossi, wo vor 40, 50 Jahren habe ich ihr das Verdanken gehabt, dass ich ein anständiger Hausmann und auch ein Hausmann geworden bin, wo auch er in die Küche gehen konnte, wenn Besuch da war. Also ich finde das wirklich toll, und meine Frau hat mir zur Pensionierung eine Kuchenform, eine Springform geschenkt, und ich habe immer gesagt, auch wenn ich dann mal pensioniert bin, koche ich dann auch kochen, also auch backen, weil das ist ja ihre Spezialität. Und es ist jetzt 4 Jahre gegangen, bis ich vor 2 Wochen mal wieder ein Buch von der Betty Bossi vorgenommen habe, 1982, ziemlich gebraucht habe ich gesehen, und habe Tante Ruths Apfelkuchen gemacht. Und da sind die Kinder heimgekommen, wir sind das Vierte gewesen, und ich muss sagen, ich bin sehr stolz, und wegen dem erzähle ich es natürlich auch Ihnen. Das ist fast alles weggegangen, und wenn ich nicht die schützende Hand über die letzten 2 Stück gehalten hätte, hätte sie ihren Freund und ihre Freundin nichts heimbringen können. Und ich finde, mich hat es gedacht, dass sie auch eine Art sorgende Gemeinschaft, die ich hier erlebt habe. Und über das Persönliche hinaus natürlich, glaube ich wirklich auch, dass gemeinsame Kochen und das gemeinsame Essen ein Teil ist von einer sorgenden Gesellschaft. Es gibt bei uns in Luzern das Netzwerk 80+, die sich immer wieder treffen in einer kleinen Gruppe, privat, wo jemand kocht oder ein paar zusammen kocht und zusammen essen. Und eines im Jahr ist es im Naturmuseum. Und ich glaube, das gehört auch zu unserem Thema. Es braucht nicht immer wahnsinnig grosse Projekte. Es gibt für die sorgende Gemeinschaft kein Rezept à la carte, kein fixes Modell A, B oder C aus dem Katalog,
Aber jede Gemeinde kann auf ihre Art Rahmenbedingungen schaffen, die einer Caring Community förderlich sind. Zum Beispiel private Initiativen, wie sie dank Corona vielerorts entstanden sind, nicht behindern, sondern begleiten und unterstützen. Ich tue Ihnen noch ganz kurz drei Beispiele zeigen, die ich ein bisschen näher kenne. Das eine, was Sie hier sehen, sind sogenannte Lesementoren in Luzern, die wir seit 4-5 Jahren haben. Das sind die drei Schulhäuser, die etwa 40 Frauen und Männer jede Woche 3/4 Stunde mit einem Kind, also im Zweiergespräch, also das zweite immer, miteinander lesen, erzählen und machen. Es sind viele Migrationskinder. Das ist nichts Spektakuläres, aber es ist einer von den Projekten, die mir am meisten Freude gemacht hat, weil es wirklich sehr nahe bei den Leuten ist und in den Jungen wie in den alten Leuten etwas bringt. Hello, welcome. Das ist auch ein Projekt in Luzern, das mit Flüchtlingen arbeitet, mit Asylsuchenden, die sich treffen in einem Haus, das der Kirchengemeinde gehört, wo vor allem auf der Kirche getragen wird, aber auch auf vielen Privaten, die Freiwillige arbeiten, die mit denen im Kontakt sind, dass sie sich besser zurechtfinden, dass sie die Sprache besser lernen können. Und ich weiss, das gibt es auch in Source, das gibt es auch überall so, aber das ist ein Projekt, das man auch nicht viel davon gehört, aber eigentlich sehr wichtig ist und viel bringt wahrscheinlich, und wenn man von der sorgenden Gemeinschaft redet. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht nur einfach redet, sondern auch sieht, was dort geht. Und das Dritte ist noch das Beispiel vom Vicino Luzern. Ich finde das in der Stadt sicher eines von der Leuchtturmprojekt. Und das geht es ja dann auch hier in der Region. Jetzt sind im Moment 24 Organisationen zusammen, wo es um die Vernetzung geht. Und wir gehört haben, also es ist manchmal gar nicht so schwierig, dass man nicht so einfach zu sehen, wer alles was macht. Und es ist eben wichtig, was geht. Und das ist zum Beispiel das Treffen beim Pavillon. Da gibt es in dieser Art jetzt nicht mehr. Aber das ist auch eine Möglichkeit, die Leute zu treffen. Es gibt auch zum Beispiel eine Mittagssuppe gegeben, einmal in der Woche. Es hat Digitreff gegeben, wo man mit seinem Handy können gehen, wenn wir nicht mehr weiter sind. Und es gibt ja auch hier in Source und Region so Projekte. Wir werden heute noch drei davon hören. Also es ist überhaupt, ich habe es auch von den Luzerner Beispielen gesagt. Und wie gesagt, es gibt kein fixfertiges Projekt, Rezept für die Caring Community in der Gemeinde. Aber immerhin einige Zutaten aus der kommunalen Küche, die dazu beitragen können, dass private Initiativen zur Sorgekultur so schön aufgehen wie mein Apfelkuchen nach Betty Bossi. Erstens, Gemeindeverwaltungen haben ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten, Abläufe und Vorschriften. Wer die sorgende Gemeinschaft stärken will, muss manchmal auch über den eigenen Schatten springen und der Kreativität Freiraum zugestehen. Bürokratie und langatmige Sitzungen sind Gift für freiwilliges Engagement. Also innovative Ideen zulassen, Freiraum gewähren, Partizipation ermöglichen. Zweitens, Unterstützung anbieten, zum Beispiel Räumlichkeiten den Freiwilligen unentgeltlich zur Verfügung stellen oder einen Kopierer, um Flyer in Umlauf zu bringen, vielleicht eine kleine Kasse für Quartieraktivitäten einrichten, um neuen Ideen etwas Schub zu geben und vielleicht auch eine Anlaufstelle einrichten, wo sich Projektteams Rat und allenfalls Sachwissen holen können. Und drittens, zeigen, dass die Gemeinde das Engagement der Zivilgesellschaft schätzt, wie der Anerkennungspreis Quartierarbeit für Pfadi und Blauring. Die Stadt Luzern lädt seit ein paar Jahren die 64-jährigen Frauen und 65-jährigen Männer zum sogenannten Zwischenhalt ein. Was die Jungbürgerfeier für die jungen Stimmberechtigten ist, der Zwischenhalt für die neuen AV-Rentnerinnen und Rentner. Eine Aufforderung der lustvollen Art, sich weiter am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben in der Gemeinde zu beteiligen. Und was verrückter war, wir haben das gar nicht gedacht, dass der Zwischenhalt, wo meistens etwa 200 Leute kommen mit von 800 eingeladen, dass das eine Art wie ein Klassentreffen geworden ist. Und vor allem, was wir auch nicht geplant haben, es geht auch um Musik am Schluss auch, dass man nachher tanzen, meistens geht es wesentlich länger, als die Organisationen das vorgeschlagen haben. Und es ist wie so ein Gefühl, ja, jetzt ist das Leben nicht vorbei, also es ist nur eine Zwischenetappe, eben ein Zwischenhalt. Und jetzt habe ich auch wieder Raum, jetzt kann ich etwas machen, wo ich Lust habe. Ich glaube, das ist gerade für Gemeinden wichtig, dass sie das die Leute vermittelt in diesen neuen Rentnerinnen und Rentner. Ihr müsst jetzt da nicht aufs Ruhebänkchen hocken, ihr könnt das natürlich, das ist das Recht. Aber wenn ihr Lust habt, könnt euch doch beteiligen in der Gemeinde. Ich glaube, das ist ein wichtiges Zeichen und das kostet auch nicht so viel. Aber man muss das wie zeigen, dass es erwünscht ist, dass man etwas mitmacht.
Und schließlich viertens, die sorgende Gemeinde ist kein Millionenprojekt. Es braucht dazu keine Zonenplanänderung und keine Baugespanne. Hilfreich sind hingegen kleinere und größere Leuchttürme, die ein Beispiel geben für eine solidarische Gesellschaft. Doch ganz gratis ist die sorgende Gemeinschaft nicht zu haben. Die Stadt Luzern hat zum Beispiel mit der Genossenschaft Zeitgut vor kurzem eine Leistungsvereinbarung getroffen. Zeitgut vielleicht ganz kurz vorzustellen, weil das könnte auch für Sie ein Thema sein, engagiert sich seit 7 Jahren für das selbstbestimmte Leben von älteren Menschen. Das Prinzip ist einfach. In einem Stadtquartier oder eben einem Dorf werden Gruppen aufgebaut, die sich gegenseitig Nachbarschaftshilfe leisten. Dazu werden Tandems mit Freiwilligen und Bedürftigen gebildet. Wer mithilft, bekommt Zeitgutschriften, die für einen eigenen Bedarf angespart oder verschenkt werden können. Dabei geht es natürlich nicht um professionelle Pflege, sondern um Begleitung und Alltagshilfe. Zeit ist Geld. Das haben wir schon früher gehört, wenn wir uns sputen sollten. Doch diesen Spruch könnten wir auch anders verstehen. Wer Zeit hat und sie anderen schenkt, schafft Sozialkapital und stärkt damit die sorgende Gemeinschaft. Wer sich Zeit nimmt für andere, für ein Gespräch, für Krankenbesuche, für eine Patenschaft, für die Begleitung von Schwerkranken, leistet eine persönliche Investition für diese solidarische Gemeinschaft. Viertens, und jetzt alle auf Facebook. Die Corona-Pandemie hat es eindrücklich vorgeführt. Die digitale Transformation wird unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Das sehen wir auch heute, Zoom-Übertragung, sonst wäre es gar nicht möglich, dass Sie, ich sage begrüßen, zu Hause dabei sein könnten. Diese Transformation digitale kann auch der sorgenden Gemeinschaft unter die Arme greifen. Um nur 2 Beispiele aus der Region hier zu nennen. In Ruswil hat Patrick Wicki bereits am 19. März, also gleich nach dem Lockdown, auf Facebook die Gruppe RUSMU miteinander und füreinander aufgeschaltet, die innert kürzester Zeit 500 Mitglieder umfasste und Ruswil als solidarischstes Dorf der Schweiz in die Schlagzeilen brachte. Und seit dem 1. Oktober hat die Pfarrei Surse, das ist nicht ein weiteres Beispiel, es gäbe unzählige andere, ein Online-Adventskalender aufgeschaltet. Jeden Tag gibt es ein paar besinnliche Worte zum Advent. Die Nachbarschaftshilfe ohnehin, das ist in Deutschland seit Jahren ein Thema. Es hat mit neuen Apps wie nextdoor.de oder nebenan.de stark an Bedeutung gewonnen. Das sind Apps, wo man mit den Nachbarn im Kontakt ist und wenn man irgendein Gerät braucht oder etwas unternehmen will, kann man sich gegenseitig organisieren. Das wird jetzt auch in der Schweiz langsam ein Thema zunehmend, habe ich an die Einführung. Das sind spannende Projekte, es lohnt sich da mal reinzuschauen. Doch wie können wir den Überblick wahrend und nutzbringend orientieren? Und kann, das ist die große Frage, die ältere Generation mit dieser neuen digitalen Kommunikation überhaupt umgehen? Eine sorgende Gemeinschaft, so viel ist klar, braucht Vernetzung und Koordination, um die Kräfte zu bündeln. Wo und wie kann ich mich denn engagieren? Wie werden die vielseitigen Angebote koordiniert und miteinander abgestimmt? Wo findet ein Austausch statt? Wo kann ich mich für mein bürgerschaftliches Engagement weiterbilden? Und nicht zuletzt, wie werden Doppelspurigkeiten und Sandkastenübungen vermieden? Das ist für Freiwillige immer Gift, wenn Sachen ins Leere laufen. Aber ist diese neue Form der Vernetzung auch alterstauglich? Ich habe es vergessen, das werde ich noch einfügen, weil es wichtig ist. Nach der Sandkastenübung, weil es gibt Beispiele, dass es eben nicht nur Sandkastenübungen gibt. Aber ist diese neue Form der Vernetzung auch alterstauglich? Sind Hochbetagte, nein, da bin ich. Es braucht digitale Plattformen, um die Angebote in der Gemeinde oder in der Region sichtbar zu machen. Und diese Plattformen müssen dann auch bewirtschaftet werden. Mit der Webseite Alter bewegt hat ja auch die Region Surse einen guten Anfang gemacht. Aber die Frage bleibt, ist diese neue Form der Vernetzung auch alterstauglich? Sind Hochbetagte in der Lage, diese Angebote zu nutzen und wie können wir sie allenfalls dabei unterstützen? Zum einen müssen wir darauf bestehen, dass diese Hilfsangebote auch analog, also über Telefon und Flyer zugänglich sind, Beratungen im persönlichen Gespräch weiterhin möglich sind.
Zum anderen müssen wir aber, und das ist die große Herausforderung der nächsten Jahre, die ältere Bevölkerung befähigen, WhatsApp, Mails oder Internet zu nutzen und sie notfalls mit Support unterstützen. Es ist ja interessant, dass auch Weiterbildungen möglich sind, zum Beispiel bei Prosenektute Kanton Luzern im neuen Bildungsprogramm Fokus Digitale Befähigung anbietet. Und da können einzelne Interessierte einzelne Kurse im Livestream verfolgen. Ohne digitalen Anschluss, das lässt sich heute schon sagen, wird die gesellschaftliche Teilhabe in Zukunft stark erschwert sein. Im Forum Luzern 60+ zum Beispiel verschicken wir Einlagen und Mitteilungen per Mail. Auch der Newsletter Luzern 60+ ist nur digital zu lesen. Und auch im familiären Bereich geht es, zumal in Corona-Zeiten, oft nur übers Internet. Am letzten Sonntag haben wir wieder mal mit den Kindern, das vierte, die wohnen in einem anderen Ort, schieber.ch aufgeschaltet und haben miteinander gejasset. Ich kann das nur empfehlen. Man kann nicht so fest auf den Tisch klopfen, das geht nicht, aber sonst ist es ein spannendes Projekt. Kurz die neuen Formen der Vernetzung und der Familienkontakte, die auch vor der älteren Generation nicht Halt machen werden. Umso besser, wenn sie davon auch profitieren können. Und schließlich fünftens, wie rekrutieren wir die Freiwilligen? Wichtiger als SMS und Tweets und digitale Jasteppiche sind allerdings weiterhin Menschen und persönliche Kontakte. Das ist ja der Kern der sorgenden Gemeinschaft. Doch wo finden sich diese Männer und Frauen, die eine kommunale Sorgekultur mittragen? Haben Senioren und Seniorinnen und Senioren überhaupt Lust und Zeit, sich freiwillig zu engagieren? Denn es gibt keine Pflicht für Gratiseinsätze. Die Gemeinde kann Freiwillige nicht einfach rekrutieren wie beim Zivilschutz. Das ist aber auch nicht nötig, denn das bürgerschaftliche Engagement hat für sich selber einen Wert. Ruhestand allein macht nicht glücklich, wie man weiß. Wer eine sinnvolle Tätigkeit ausübt und sich in der Gesellschaft nützlich machen kann, in der Nachbarschaft, im Demenzcafé oder als Lesementorin, hat auch mehr vom eigenen Leben. Das Gefühl, von anderen Menschen gebraucht zu werden, Zitat ist das, bildet ein bedeutendes Motiv vieler Menschen bis ins hohe Alter, sagt der deutsche Altersforscher Andreas Kruse. Was kann die Gemeinde also tun? Was können Sie, die Sie hier jetzt in diesem Saal sind, tun, um diese Freiwilligen zu gewinnen, dass sie Lust auf Freiwilligenarbeit haben? Sie kann aufzeigen, wo freiwilliges Engagement gefragt ist und welche Erwartungen damit verbunden sind. In Luzern organisiert das Forum Luzern 60+, das sind auch alles Freiwillige, jedes Jahr in der Kornschütte den Marktplatz 60+, eine Plattform für das freiwillige Engagement. Über 30 gemeinnützige Organisationen zeigen an ihren Marktständen, wo Freiwillige gebraucht werden, zum Beispiel Caritas und Benevol, die Alzheimer-Vereinigung, Pro Musicante, Innovage oder die Ornithologische Gesellschaft. Das nächste Mal übrigens am 26. Mai wieder in der Kornschütte. Wenn Sie Zeit haben und Corona dann nicht mehr das ist, was es heute ist, würde es sich vielleicht lohnen, mal reinzuschauen. Es ist jedes Mal ist es eine sehr lebendige, lebhafte Stimmung dort. Und zum Schluss möchte ich nochmals das Zitat von François Höfflinger wiederholen, weil es ja wirklich die Gemeinden betrifft. Und er sagt ja, so wie eine gute Wasser- und Energieversorgung Grundaufgaben einer Gemeinde sind, wird deshalb in Zukunft auch die Förderung und Stärkung gemeinschaftlicher sozialer Beziehungen zu den steuerlich finanzierten Gemeindeaufgaben gehören müssen. Schluss vom Zitat. Wie Wasser und Strom, so brauchen wir Sorgekultur und nachbarschaftliche Aufmerksamkeit in der sorgenden Gemeinschaft. Ich wünsche Ihnen für diese Arbeit, die Marcel hat es gesagt, die nicht an einem Tag gemacht ist, viel Elan, lustbetonte Kraftbau beim Aufbau in Ihrer Gemeinde. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.